Jonas, wo bist du? Kannst du mich hören, Jonas? Ich glaube, es mit einem. Oh, Sarah! Was war das denn? Egal. Hey, du bist ja da du bist da, aber nicht richtig da, weil du ein Roboter bist und nicht da sein kannst, aber voll cool. Nebenbei, ich habe gerade nicht gesungen und getanzt, falls du das denkst. Ich habe aufgeräumt. Ah, aufgeräumt, ja. So hat das tatsächlich geklungen, wie aufräumen. Naja, ich glaube, mein Kopf hatte ein Update, also dieser Bildschirm hier. Kannst du mal gucken, ob da irgendwas nicht stimmt? Ja klar, ich alter Techniker. Okay, also, hier hinten sieht, glaube ich, alles ganz gut aus. So sieht so aus. Aber hier vor und wow, du siehst aber aus wie ein ganz niedliches Hühnchen. Gut, da kümmere ich mich später drum. Jetzt legen wir erstmal los mit der Togo-Show. Und da wird's richtig cool, denn wir haben Mark Forster, Lena Meyer-Landrut, Anna Kendrick und Justin Timberlake im Interview zum neuen Trolls-Film getroffen. Ja, und außerdem, oh, Sarah, du bist ja wieder da. Ja, natürlich bin ich wieder da. Wo soll ich denn sein? Lisa ist auch wieder da. Die bastelt richtig schöne Trolls-Blumentöpfe. Und Flitzy, die hat coole Tricks auf einem Pferd. Ja, in diesem Sinne starten wir mit der Togo-Show. Und zwar genau jetzt. Drei, zwei, eins, Wochenende! Okay, Sarah, was war da gerade los? Du warst auf einmal ein Hühnchen mit deinem Kopf drauf. Also ein was? Wie? Wo? Hä? Ja, warte, ich male dir das mal auf. Ich bin ja perfekt vorbereitet hier. So. So. Und fertig. Guck, circa so sahst du aus. Ich sehe nichts. Ich sehe allgemein gar nichts. Ich glaube, irgendwas stimmt wieder nicht. Ja, da steht auch auf einmal was auf dir. Also, da steht jetzt, heute dreht sich alles um Spaß und Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes. Hä? Oh, du wirst zu einem Drehrad. Ein Drehrad. Es dreht sich. Es landet. Oh, warte. Es ist auf Tanz. Das heißt, was musst du machen? Jonas, tanze eine Choreografie. Kick nach vorne, Slide nach rechts und Robbe auf dem Boden. Ja, dann spielen wir das doch. Also, du spielst es und ich hoffe, dann funktioniert das ganze System wieder. Du meinst, danach funktioniert dein ganzer Kopf und wir können dich endlich wieder richtig sehen, wenn wir die ganzen Sachen machen, die das Ding sagt. Okay, das ist interessant. Gut, dann machen wir das. Und solange ich mich jetzt mal eine Runde aufwärme, gibt es für euch Flitzy. Die war nämlich auf dem Pferdehof und hat dort die Weltmeisterin im Voltigieren getroffen. Mega cool, was die alles gemacht haben. Seht ihr jetzt. Aufwärmen. Das machst du super. Also, glaube ich. Ja, ich mach das mega. Aua, geknackst. Hier, wo ich gerade bin, geht es um Spaß, Sport und Pferde. Wow! Aber nicht nur ganz normale Pferde, sondern Pferde, die richtige Tricks können. Aber nicht nur die Pferde, sondern auch die Person, die da oben drauf steht. Die kann nämlich auch ein paar Tricks. Die Tricks kann, ist die Anne. Anne ist schon seit fast 10 Jahren dabei und liebt die Akrobatik auf Pferden. Voltigiert wird aber meistens mit mehreren zusammen. Denn auf dem Pferd wird mit viel Geschick und Balance gestapelt. Im Voltigieren ist Anne bereits vierfacher deutscher Meister, Europa- und Weltmeister geworden. Wow, so viele Auszeichnungen! Aber bei solchen Kunststücken auf dem Pferd braucht man sich ja auch nicht wundern. Wow, also das sah ja schon mal richtig gut aus, was wir da gerade gesehen haben. Wie bist du denn zum Voltigieren gekommen? Ich reite eigentlich schon mein ganzes Leben, also ich bin in einer Pferdefamilie aufgewachsen und dann war ich auf einem Turnier und da habe ich Voltigieren als Schaunummer quasi gesehen und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, das will ich genau so machen. Gibt es bestimmte Regeln, mit denen man anfängt, wie man beginnen muss, sodass man dann wirklich auch Stabilität hat? Naja, eine gute Voraussetzung ist, wenn man vorher schon mal entweder geritten oder geturnt hat, weil das sind so eigentlich die beiden Komponenten, aus denen sich das Voltigieren zusammensetzt. So, jetzt hast du uns so viel über das Voltigieren erzählt und jetzt habe ich eine zündende Idee gehabt. Ich möchte dich gerne zur Togo-Voltigiermeisterin machen, wenn du einen bestimmten Trick meiner Wahl machst, und zwar einen Schulterstand auf dem Pferd. Schaffst du das? Ja, das schaffe ich. Ach so, so einfach geht das also? Ja. Okay, das würde ich sehr gerne sehen.
Wow, ich glaub's nicht, du hast tatsächlich einen Schulterstand geschafft. So, somit bekommst du von mir die Togo-Auszeichnung. Zur Meisterin im Voltigieren ist besser als Weltmeisterin, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt auch Weltmeister im Voltigieren werden möchte, kannst du mir sagen, was man alles beachten muss? Ja, das zeige ich dir jetzt. Alright, dann gibt's also gleich einen kleinen Crashkurs und den seht ihr im anderen Beitrag. Okay, ich bin bereit. Wir legen los in 3, 2, 1 und... Und... Okay, das ist anstrengend. Robbe. Und... Oh, fertig. Oh, ich glaube, ich habe die Robbe. Sehr gut. Hey, du bist wieder da. Ja, ich bin wieder da. Ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat. Waren vielleicht ein Kabel oder irgendwas? War da irgendwas locker? Kannst du mal gucken? Okay, ich guck mal. Egal. Und ich bin wieder da. Upsi, vielleicht weniger am Kabel wackeln. Jonas, lass mich raten. Ich bin wieder ein Rad. Was steht denn jetzt da? Du drehst dich gerade. Du. Entweder oder, Sarah. Was soll das heißen? Ich glaube, also entweder Katze, Elefant oder Schwein. Puh, also ich mag alle Tiere, aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann würde ich, glaube ich, die Katze nehmen. Und? Ist was passiert? Nee, absolut nicht. Vielleicht musst du Katze einfach miauen. Dein Ernst? Ja, versuch's doch mal. Katze? Miau? Wieso lachst du? Hat's geklappt? Hat nicht ganz geklappt. Aber ich hab's aufgenommen und jetzt habe ich das als Klingelton. Jonas, du sollst mir helfen. Warte. Ich versuche dir irgendwie zu helfen und für euch gibt's jetzt Fips. Bei dem geht's nämlich um Glücksbringer und die könnten wir, glaube ich, auch hier irgendwie gebrauchen, oder? Oh ja. Okay. Hallihallo, meine Lieben. Also ich habe in meinen letzten Nachforschungen herausgefunden, dass Menschen ganz, ganz scharf auf etwas sind. Glück! Und damit ihr besonders viel davon habt, habt ihr euch etwas ganz Schlaues ausgedacht. Ich erzähle euch jetzt wirklich schlau, wie sie zu dieser Ehre gekommen sind. Eure selbsternannten Glücksbringer. Los geht's mit dem Schornsteinfeger. So sieht's aus, wenn ein Schornstein funktioniert. Wenn nicht, müssen Schornsteinfeger als Rettung her. Die reinigen dann die Schornsteine und schützen die Häuser so vor Bränden. Und dafür gibt's direkt mal die Glücksbringer-Auszeichnung. Also ich wäre ja bestimmt auch ein super Schornsteinfeger. Bestimmt sogar der Beste, so schnell wie ich klettern kann. Natürlich gibt es unter den Glücksbringern auch ein paar Tiere. Ein Eichhörnchen ist aber komischerweise nicht dabei. Naja, aber zumindest ein Marienkäfer. Okay, also das, was der macht, das will ich nicht machen. Denn der soll Glück bringen, weil er Pflanzenschädlinge frisst. Aber die würden sonst die Ernte auffuttern und dann sähe es auf euren Tellern so aus. Deshalb bekommt auch der Marienkäfer die Auszeichnung Glücksbringer. Aber so richtig interessieren scheint ihn eher nicht. Der nächste Glücksbringer hat zumindest was mit einem Tier zu tun. Hufeisen. Die schützen ja die Hufe von Pferden. Da Pferde früher und in vielen Ländern auch heute noch mega wichtig für die Arbeit sind, bringt das Hufeisen Glück. Aber Achtung! Aufgehängt wird es natürlich ohne Pferd. Und als letztes habe ich noch vierblättrige Kleeblätter. Die sollen Glück bringen, weil man erstmal Glück braucht, um sie zu finden unter den ganzen dreiblättrigen. Aber irgendwie ist es auch Quatsch. Ich meine, erstmal Glück haben, ein vierblättriges Kleeblatt zu finden, um damit dann Glück zu haben? Ich meine, okay, wenn's euch Menschen glücklich macht. Also ich wäre ja ganz selbstlos durchaus bereit, eine Ernennung zum Glücksbringer zu akzeptieren. Immerhin seid ihr durch mich doppelt so schlau wie vorher. Naja, könnt ihr ja mit euren Menschenfreunden mal besprechen. Hä? Also macht's gut, ihr Lieben! Also irgendwie hat sich bei dir nicht so viel verändert. Oh Mann. Ja, vielleicht hast du das mit der Katze nicht richtig gemacht und du musst noch mal miauen. Wo ist mein Handy?
Netter Versuch, niemals. Ah, schade. Egal. Oh, hey, du bewegst dich. Du bewegst dich. Echt? Ah. Und? Was passiert? Ja, ist, Oh, es ist auf einer Klopapierrolle gelandet. Echt jetzt? Ist was? Ja, und oh, nee, jetzt steht da was. Und zwar, singe Sarah ein Lied vor und versuche dabei, mit Klopapierrollen zu jonglieren. Das nenne ich doch mal eine schöne Aufgabe für dich. Na dann, sag mal deine Tricks. Ja, okay, gut. Dann hole ich jetzt erstmal Klopapierrollen. Und so lange seht ihr jetzt den zweiten Teil von Flitzy. Die hat ja die Weltmeisterin im Voltigieren getroffen. Und die haben nochmal richtig coole Tricks auf dem Pferd gemacht. Du, sag mal, darf ich eigentlich den Song zu den Tricks aussuchen? Mhm, aber nichts Peinliches. Hättest du wohl gerne. Ich ahne Böses. Eben durfte ich Anne, die Weltmeisterin im Voltigieren, schon mal kennenlernen. Sie kann die coolsten Tricks auf Pferden. Und jetzt geht's für mich aufs Pferd. So tolle Sachen wie Anne kann ich zwar nicht, aber hey, jeder fängt mal klein an. Grundkurs Voltigieren. Erstens, dehnen. Erstmal wird sich eine Runde aufgewärmt. Dafür gibt es verschiedene Übungen. Also meistens machen wir einfach Spagat. Oh, Spagat, kann ich gut. Kann man machen? Naja, kann man aber auch lassen. Beine schwingen und sowas? Ah, bei dir sieht das so gerade aus. Guck mal. Das müssen wir aber noch mal üben. Grundkurs Voltigieren. Zweitens, kennenlernen. Am Anfang muss ich das Pferd erstmal kennenlernen. Dafür nehme ich die Zügel buchstäblich in die Hand. Darf man den streicheln? Ja, klar. Beißt der? Nein, auf gar keinen Fall. Der mag nicht, der mag mich nicht. Baby. Hey, Baby. Grundkurs Voltigieren. Drittens, Basistricks. Eins, zwei, drei. Jawohl. Boah, Anna hat mein ganzes Gewicht getragen. Okay, es geht direkt los. Oh, es ist aber gemütlich hier oben. Was aber so einfach aussieht, ist schwieriger als gedacht. Du kannst mal deine Hände loslassen. Jawohl. Ey. Immer schön die Balance halten und nicht nach unten gucken. Bloß nicht runterfallen. Rechtes Bein über den Gurt zu legen quasi. So? Ja, genau. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat, dann klappt das eigentlich ganz gut. Ah, guck mal. Wir legen noch mal eine Schippe drauf. Jetzt wird sich aufs Pferd gestellt. Jawohl. Hey! Wow, ist das hoch. Da wird mir fast schwindelig. Ja, wow. Also ich bin richtig kaputt. Aber ich würde sagen, das waren die Basistricks. Ja. Ne? Ja. Und jetzt muss ich hier irgendwie wieder runterkommen. Genau. Am besten zu der Seite, richtig? Ja. Immer die linke Seite. Und ich darf mich hier einfach festhalten? Genau, richtig festhalten. Oh, richtig wow. Ranziehen und festhalten. Genau, sehr gut. Ja, also das hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe richtig viel dazugelernt. Ja. Danke dafür. Sehr gerne. Und ich glaube, jetzt ist der erste Anfang gemacht, um irgendwann mal ein richtiger Meister im Voltigieren zu werden, oder? Auf jeden Fall. Sehr gut. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Na, an den Tricks müssen wir wohl noch ein bisschen feilen, aber keine Sorge, bringe ich dir schon noch bei, wenn ich wiederkomme. Das ist sehr löblich von dir. Oh, aber weißt du, was noch viel besser ist? Du bist wieder da. Ja, es hat geklappt. Danke für deinen Trick. Falls ihr noch ein paar Tricks sehen wollt und lernen wollt, dann passt jetzt gut auf, denn hier ist die Trickkiste für euch. Heute geht es um diesen bunten Haufen Wäscheklammern. Wäsche aufhängen klingt langweilig? Wir zeigen dir drei coole Tricks, wie du mit den kleinen Klammern richtig Spaß haben kannst. Also ran an die Trickkiste. Na toll, schon wieder Knoten im Kopfhörerkabel. Zum Glück gibt es ja Wäscheklammern, die das Problem lösen können. Binde deine Kopfhörer über drei Finger zusammen und stecke sie mit der Klammer fest. Mit dem Trick gibt es kein Kabelchaos und du kannst schnell deine Lieblingsmusik hören. Trickstufe 1. Immer das Gleiche. Kaum nicht aufgepasst, schon hat man mit dem nassen Pinsel die Unterlage dreckig gemacht. Total nervig. Aber dafür gibt es einen schnellen Trick. Steck den Pinsel zwischen die Klammer und stelle sie auf. So hast du einen Ständer, der deinen Pinsel fest im Griff hat. Schnell gemacht mit der Trickstufe 1. Schnapp dir eine Wäscheklammer in deiner Lieblingsfarbe, einen Magneten und eine Heißklebepistole.
Klebe den Magneten auf die Klammer. Sobald der Kleber getrocknet ist, kannst du ein Bild oder eine Notiz mit der Klammer an einer Magnetwand befestigen. Dieser praktische Trick bekommt die Trickstufe 3. Mit Wäscheklammern kann man noch viel mehr machen als nur Wäsche aufhängen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Mega cool. Bis jetzt hattest du keinen Systemfehler mehr, Sarah. Ja, und ich hoffe, es bleibt auch so. Dann kann ich endlich sehen, wen du alles getroffen hast. Mark Forster, Lena Meyer-Landrut und oh mein Gott, du hast ja voll die Stars getroffen. Ja, aber sowas von. Hallo, wenn der neue Trolls-Film rauskommt, dann sind natürlich auch alle Stars dabei. Ah, es war aber ein kleines bisschen peinlich für mich. Ich habe nicht was Peinliches angehabt. Noch peinlicher als sonst? Was? Hast du es auch gerade gehört? Da war gerade irgendwas Komisches, vielleicht nochmal ein Systemfehler oder so? Mhm, ein Systemfehler. Bunt, laut, stylisch und voller Musik. Dafür stehen die Trolls. Nach dem ersten großen Abenteuer steht jetzt etwas ganz Neues für Prinzessin Poppy und ihre Freunde auf dem Plan. Eine Welttournee. Klingt ziemlich groß. Und um mehr darüber zu erfahren, habe ich mich mit den deutschen und englischen Synchronstimmen getroffen. Als echter Trolls-Fan ist die perfekte Vorbereitung natürlich alles. Also habe ich was Kleines mitgebracht. Tiny Diamond. You know, so perfect. Tiny Owl. He's so cool. Tiny Diamond ist mein Name, wie mein Daddy, keine Frage. Ich bin überall voll Glitzer, den werf ich euch ins Gesicht. Trolls 2 steht an und natürlich habe ich die Profis jetzt hier, wenn es darum geht, wie könnten wir am besten mehr über diesen Film erfahren. Lena und Anna, hey. Hi. Hi. How wie war die Arbeit für den neuen Trolls-Film? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte einfach nur in diese Welt eintauchen und alle Charaktere und Blätter anfassen. Die Trolls-Welt sieht einfach so schön aus. Ja, es hat total Spaß gemacht. Ich liebe Poppy so sehr, auch wenn sie mir manchmal ein bisschen auf die Nerven geht. Aber nein, sie ist so süß und die Arbeit hat echt Spaß gemacht. Ich höre erst auf zu kämpfen, wenn alles wieder gut ist. Hab dich. Oh, es ist in meinen Haaren. Hol's raus, raus. Ist er dieses Mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger oder genauso mürrisch? Er ist nicht mürrisch, aber irgendwie so ein bisschen misstrauisch. In der Trolls-Welt, in der alles voller Glitzer ist und angenehm kuschelig, hat er so seine Bedenken und fürchtet, dass irgendwas nicht so ganz stimmen könnte. Ob Branch mit seinen Vermutungen recht hat? Eins steht auf jeden Fall fest. Wir lernen im neuen Film noch mehr über die Trolls. Wie zum Beispiel, dass die ersten Trolls 6 Musikseiten erschufen. Jede Seite steht dabei für eine andere Musikrichtung. Rock, Country, Techno, Klassik, Funk und Hip-Hop. Somit gibt es auch 6 verschiedene Trolls-Arten. Ziemlich cool. Welche Musikrichtung finden unsere SynchronsprecherInnen wohl am besten? Welche Musikrichtung ist euer Favorit? Ich mag die Popmusikrichtung, weil Popmusik irgendwie alle Musikrichtungen vereint. Das ist schwer für mich zu beantworten. Aber ich finde Tiny Diamond einen coolen Charakter, weil er ein Mix aus verschiedenen Styles ist. Also musiktechnisch würde ich auf jeden Fall Pop wählen. Aber ich liebe Tiny Diamond, also würde ich für die Hip-Hop-Trolls stimmen. Oh ja, also wenn ich eine Trolls-Welt wählen müsste, in der ich leben würde, dann würde ich die Techno-Trolls wählen, weil sie schweben können und das ist beeindruckend. Also wenn ich ein Troll wäre, dann würde ich gerne schweben können. Die anderen Trolls sind nicht wie wir. Sie singen anders. Sie tanzen anders. Die sind sowas von anders. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Happy Birthday? So, und jetzt würde ich gerne noch ein kleines Spiel mit euch spielen. Ich habe hier 4 verschiedene Musikkategorien. Einer von euch liest den Zettel und stellt die Musikrichtung dem Gegenüber pantomimisch dar. Oh nein. Also es ist... Oh, war das der Ententanz oder wie? It's a music category. Also es ist... ein Genre aus dem Film. Oh, ist das Jodel? Yes! Ja, genau. Okay, gut, gut, gut. Woo! Das ist Rock'n'Roll. Ja. Klassik. Pop. Sehr gut. Oh, das war schnell. Als hätten wir das gleiche Gehirn. Wow. Ja, okay, ihr seid halt einfach Poppy, verstehe schon. Wir müssen alle Trolls vereinen, damit Bar nicht die Musik zerstört. Ich komme mit dir. Los, retten wir die Welt! Okay, bis dann. Okay, Woohoo!
jetzt habe ich richtig Lust, den Film zu gucken. Zwar sind gerade die Kinos nicht offen, aber ich habe trotzdem gute Nachrichten für euch. Ab dem 23. April gibt es den Trolls-Film als Video on Demand. Das heißt, ihr könnt ihn jederzeit online angucken. Mhm. Und Jonas, ist dir eigentlich was aufgefallen? Nee, was? Es gab schon lange keine Systemstörung mehr. Stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen traurig drüber. Ja, irgendwie hatten wir damit immer was zu tun und es wurde überhaupt nicht langweilig. Ja, was können wir denn als nächstes machen? Wie wär's, wenn wir die Verabschiedung gleich einfach reimen? Oh, gute Idee. Bin ich dabei. Sehr schön. Oh, und für alle, die noch nicht genug von Trolls haben, gar kein Problem. Lisa hat nämlich jetzt richtig süße Blumentöpfe gebastelt und die könnt ihr ganz einfach zu Hause nachmachen. Wir basteln heute einen Poppy-Blumentopf. Und was brauchen wir dafür? Richtig, natürlich einen Blumentopf. Und am besten eignet sich dafür ein Blumentopf aus Ton. Denn der lässt sich besonders gut anmalen. Und damit fangen wir auch direkt an, nachdem ich euch gezeigt habe, was ihr sonst noch dafür braucht. Einen Blumentopf, ein paar Kulleraugen, grüner, blauer und pinker Filzstoff, weiße und pinke Acrylfarbe, einen dicken und einen dünnen Pinsel, rosa und gelber Bastelkarton, einen Klebestift, einen schwarzen Marker, eine Schere und ein Lineal. Habt ihr alles? Dann kann's losgehen. Stellt den Topf auf eine Malunterlage. Für Poppy brauche ich natürlich rosa Farbe. Wenn ihr die nicht zu Hause habt, dann könnt ihr euch die auch ganz einfach zusammenmischen. Dazu nehme ich weiße und pinke Farbe und mische die beiden Farben zusammen. Den Blumentopf malt ihr jetzt einfach komplett mit eurer Farbe an und dann lasst ihr ihn erstmal trocknen. Der Tontopf sieht auf jeden Fall schon viel schöner aus. Aber für Poppys Gesicht und Stirnband brauchen wir jetzt noch Filzstoff. Wenn ihr keinen zu Hause habt, könnt ihr auch einfach Bastelkarton nehmen. Den habe ich auch für die Ohren verwendet. Oder ihr malt einfach alles auf Papier. Starten wir jetzt aber mit dem Stirnband. Nehmt euch ein Lineal und messt die Breite des Topfrandes. Bei mir sind es jetzt 2,5 cm. Dann nehmt ihr euch den hellgrünen Filzstoff und zeichnet einen Streifen mit der Breite des Topfrandes ein und schneidet ihn aus. Den klebt ihr dann auf den Rand. Streicht den Topfrand mit Kleber ein und drückt den Streifen auf den Rand fest. Den überstehenden Rest schneidet ihr dann ganz einfach ab. Jetzt kommen die Blüten. Aus hellblauem Filzstoff und gelbem Bastelkarton bastelt ihr noch drei Blüten, die ihr dann auf das Stirnband kleben könnt. Auf dem Filzstoff zeichnet ihr eine Blüte ein und auf dem Bastelkarton einen Punkt. Das schneidet ihr dann aus und klebt alles aufeinander. Die fertige Blüte klebt ihr auf euer Stirnband. Das wiederholt ihr dreimal. Das Stirnband ist jetzt fertig. Fehlen noch Poppys Ohren. Dazu nehmt euch einen rosa Bastelkarton und zeichnet ein Ohr ein. Achtet darauf, dass ihr eine Lasche zum Festkleben einzeichnet. Schneidet das Ohr aus und nutzt es als Vorlage für das zweite Ohr. Jetzt könnt ihr noch Linien in das Ohr zeichnen. Dann könnt ihr die Laschen auch schon umklappen und an den Blumentopf knapp unter das Stirnband kleben. Starten wir nun mit Poppys Gesicht. Nehmt euch einen pinken Filzstoff und zeichnet Poppys Nase ein. Dazu malt ihr eine Spitze und drei Bögen. Die könnt ihr dann ausschneiden und auf die Mitte des Blumentopfs kleben. Dazu kommen noch zwei Kulleraugen. Mit einem schwarzen Marker könnt ihr Poppys Wimpern, Augenbrauen und den Mund einzeichnen. Zum Schluss könnt ihr noch mit weißer Farbe jeweils drei kleine Sommersprossen mit einem Pinsel aufmalen. Fertig ist Poppy der Blumentopf. Jetzt könnt ihr euch eine Pflanze nehmen und sie in den Topf stecken. Und schon sind Poppy Haare gewachsen. Sieht doch echt cool aus, oder? Ihr könnt aber auch einen Branch-Blumentopf basteln. Hierfür habe ich zum Beispiel Pfeifenreiniger verwendet. Wenn ihr keine Tontöpfe zu Hause habt, dann nehmt doch einfach eine alte Konservendose oder ein altes Glas und bastelt daraus Blumentöpfe oder Stiftehalter. Ich habe hier für die Haare Filzwolle verwendet und hier Kreppband. Wenn ihr jetzt also Zeit am Wochenende habt, dann holt euch doch die Trolls nach Hause. Ihr könnt aber natürlich die Tontöpfe in jede Figur verwandeln, die euch gefällt. Eine genaue Anleitung zu Poppy, dem Blumentopf, findet ihr auch nochmal auf togo.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Togo Show Kanal, dann verpasst ihr nämlich auch kein Video mehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!
bin natürlich ganz nah am roten Teppich. Dort werden gleich die Stars rüberlaufen. Die Stars von dem Film Wolfgang. Heute Weltpremiere. Wie habt ihr das aufgefasst? Total aufgeregt. Ich habe seit dem letzten Drehtag eine Strichliste gemacht. Und dann ist es heute soweit und das musste man dann erstmal realisieren. Und es war total spannend. Harmonie am Set ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und das war bei euch da. Und wie das auch alles mit den Effekten zusammenspielt, also diese Harmonie am Set und diese Effekte, dass du fliegen kannst, dass dir Haare wachsen, wo sonst gar keine Haare hingehören. Und du natürlich spitze Zähne kriegst und dieser Kragen sich aufstellt, das muss man unbedingt noch zeigen, wie das geht. Das gucken wir uns jetzt mal an bei der ganz besonderen Zeremonie hinter den Szenen. Wie war das genau? Also musstet ihr wirklich in den Ferien drehen oder war das am Nachmittag? Also wir haben in der Schulzeit gedreht, also wir waren dann auch die 2 Monate nicht in der Schule. Aber wir hatten nachmittags immer einen Lehrer, mit dem wir quasi geskypt haben. Und das war ganz lustig, wir haben immer alle WLAN gesucht und dann so, hallo! Und das war manchmal etwas stressig, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und das war es definitiv wert. Asini, du hattest eine ganz besondere Maske, da wurden überall Haare hingeklebt. Konnte man sich da überhaupt noch bewegen? Also, dass du denn da also, wirklich so standest? So richtig bewegen durfte ich gar nicht. Also, sonst wären mir die ganzen Haare ausgefallen. Und Aaron, du hast, glaube ich, die ganzen Drogeriemarken mit Gel leer gekauft, um deine Haare nach hinten wegzugehen. Das war ja aber schon auch spannend. Gefällt dir der Look? So ein bisschen ja, die Haare nach hinten. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es am einfachsten mit dem ganzen Kostüm. Denn das mit dem Haaren nach hinten gehen, das geht, kann man einmal halt machen und dann hält das auch recht gut. Ich kann meinen Kopf noch frei bewegen. Also ich muss nicht so machen. Und also für mich war es da super. Aaron, Johanna, Asini, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Geht mit einem guten Gefühl raus. Und das könnt ihr auf jeden Fall sein. Und für dich habe ich noch was. Hier. Das ist Nasenspray gegen Dankeschön. Ne? Dann kannst du auf jeden Fall für den zweiten Teil auch noch die gut vorbereiten. Mal gucken, was dann passiert. Ne? Hoffentlich habe ich es dann im zweiten Teil nicht mehr. Garantiert. Also, meine Empfehlung, die Wolfgang ab 23.01. im Kino unbedingt angucken. Das sage ich nicht, weil die neben mir sitzen, sondern weil es einfach so ist.